In diesem Video möchte ich zeigen, wie man den Produkttyp eines WMS-Empfängers ändern kann. Es ist bereits ein Empfänger als Produkttyp RAF-Store auf Kanal 1 eingelernt. Dieser soll nun auf Produkttyp Markise geändert werden. Zuerst muss der Handsender mit einem kurzen Tastendruck auf eine beliebige Taste geweckt werden. Dann, während der Handsender noch in Bereitschaft ist, 5 Sekunden die L-Taste im Batteriefach drücken. Hierdurch wird der Scanvorgang gestartet. Der Handsender zeigt über der Zahlenreihe alle in Reichweite befindlichen Netzteilnehmer an. Die grün blinkende LED über der 0 ist unser bereits eingelernter RAF-Store. Diesen müssen wir nun auf Werkszustand zurücksetzen. Hierfür gleichzeitig kurz die S- und die C-Taste drücken. Der Empfänger bestätigt den Befehl durch eine Winkbewegung und die LED blinkt rot. In der unteren Zeile erscheint ein Lauflicht. Einmal kurz die L-Taste drücken, um das Löschen zu bestätigen. Um jetzt den neuen Produkttyp Markise zu wählen, kurz das Markisensymbol drücken. Die Markise blinkt. Über die Markisentaste den gewünschten Kanal anwählen, hier Kanal 1, und mit der S-Taste speichern. Die LED des Empfängers blinkt wieder grün. Der Empfänger ist erfolgreich eingelernt. Um den Scanvorgang zu beenden, kurz die L-Taste drücken. Der Empfänger ist jetzt auf Markisen Kanal 1 eingelernt und kann bedient werden.